Schon in der Öffnungspartie macht Iveta Wacenowska alles klar. Sie gibt gegen die ehemalige Weltranglisten-Zweite Tamara Borosz lediglich einen Satz ab und siegt klar mit 11 zu 6, 12 zu 10, 14 zu 16 und 11 zu 6. Ja, selbstverständlich gegen Borosz ist immer schwer und eigentlich im Tischtennis kann man immer irgendwas passieren. Also auch 2-0-Zustand heißt immer noch nichts, aber Hauptsache geschafft, ja. Ja, und die Tamara Borosz hat einfach nicht mehr die Form von früher, oder? Selbstverständlich, sie war ein Name vorher, jetzt vor allem, ich habe auch sie schon ein paar Mal geschlagen, also jetzt habe ich einen großen Vorteil. Eine Steigerung ist auch bei Liu Jia festzustellen. Machte sie zuletzt noch häufig Eigenfehler, so ist der Aufwärtstrend im Spiel gegen die Japanerin Yoshida Mizuki klar erkennbar. Nach dem Verlust des ersten Satzes holt sich Forsberg-Susi den zweiten Durchgang mit 13 zu 11. Fast ein Dreivierteljahr Babypause lassen aber noch etwas den Rhythmus vermissen. Obwohl sie sich bereits wieder sehr flink an der Platte bewegt, fehlt noch ab und zu das perfekte Timing. Liu Jia verliert ihre Partie in 1 zu 3 Sätzen. Ich habe so große Erwartungen und ich will so gerne vor allem zu Hause gut spielen. Ich glaube, daran ist heute gelegen und ich habe schon so gut trainiert und ich bin fit und es gibt da überhaupt keine Frage, aber ich glaube, mein Kopf sagt mir noch immer, du bist verkrampft und du willst zu viel und dann bin ich einfach so verkrampft und dann, ja, es geht einfach nicht bei dem Sport. Ja. Kaum hat sie jedoch ihre Tochter Anna in den Armen, strahlt die junge Mutti bereits wieder über das ganze Gesicht. Vom Sponsorpool gibt es dann auch noch einen ganz speziellen Weihnachtsmann als besonderes Geschenk. Im dritten Spiel treffen die für Forsberg spielende Sofia Polkanova und Mirela Durak aufeinander. Die Partie verläuft überraschend einseitig. Die 17-jährige Polkanova hat ihre Gegnerin fest im Griff und siegt ganz klar in 3 Sätzen. Forsbergs eigentliche Nummer 3, Kamelia Postoaka, hatte übrigens aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten können. Den 3:1-Sieg gegen Zagreb fixiert schließlich eine erneut groß aufspielende Iveta Wacenowska. Sie lässt Yoshida Mizuki kaum eine Chance, gewinnt die ersten beiden Sätze. Und auch als die Japanerin den dritten Satz für sich entscheiden kann, kippt die Partie nicht. Wacenowska holt sich Satz Nummer 4 mit 11 zu 7. Im Jänner kommt es nun im Champions League-Halbfinale zum Duell mit Schwächert. Dort trifft man unter anderem auf die ehemalige Forsberg-Spielerin Li Qiangbing. Und man weiß, dass es ein schweres Match wird. Selbstverständlich, das wird sehr schwer. Ich glaube, momentan sind die Favoriten und wir haben nichts zum Verlieren und wir werden einfach kämpfen, unsere Beste ausgeben und schauen wir mal, ob das für einen Sieg genug ist. Sie haben mit Fang Ying eine der stärksten, eigentlich der weltbesten Verteidigerin überhaupt und das wird schon für uns schwer. Ob Dodian, Li Jianping, das ist nicht so schlimm, aber diese Chinesin ist halt extra klasse und es wird schon sehr, sehr schwer für uns, aber natürlich, wir haben nur ein bisschen Zeit und wir werden uns entsprechend einstellen drauf. Ne? Einiges wird auch davon abhängen, ob Liu Jia die 4 Wochen nützen kann, um ihre Form weiter zu steigern, um so das rot-weiß-rote Duell zu einem richtigen Kracher zu machen.